Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und es stehen mal wieder tägliche Aufgaben bei den Rangern an. Aber das ist eigentlich nicht das, worüber wir heute reden werden, denn es gibt auch einiges, was wir uns nachher noch anschauen werden. Aber vorher kümmern wir uns erstmal um die Pferde hier bei den Rangern. Denn wir wollen ja hier fleißig den Ruf pushen, deswegen erstmal, kein Hühnerfutter. Deswegen erstmal hier ordentlich Pferde bewässern, ein bisschen Futter rein. Ich muss auch ehrlich sagen, also diese Daily hier geht ja doch wirklich schnell. Also diese drei Dailies sind es ja eigentlich. Also ihr macht da eigentlich innerhalb von einer Minute, glaube ich, macht ihr direkt die drei Dailies fertig. Also das lohnt sich auf jeden Fall hier fix die Dailies abzuschließen. Aber das ist nicht das, worüber wir heute reden wollen, denn es gibt hier noch einiges Neues, was ich euch zeigen möchte, was so ein bisschen lustig ist. Und ich habe, wie ihr seht, einmal vergessen, Kacke zu shippen. Oh mein Gott. Jeden Tag mache ich das und ich vergesse einfach einen Haufen. So. Fertig. Und dann geht es jetzt dahin zu dem Punkt, was ich euch zeigen will. Denn es gibt eine lustige Neuerung in SSO. Und ich glaube, die kam recht unerwartet rein. Denn hier im großen Redwood-Wald gibt es so ein paar Baumstümpfe. Und die haben, ja, nennen wir es mal, etwas ein lustiges Feature drin. Nein, ich habe es verpasst. Denn es ist ein bisschen schwierig, direkt da reinzuspringen. Ihr müsst ein bisschen gucken, wie ihr das macht. Oh mein Gott, ich habe da totale Probleme. Nein, ich schaff's nicht. Okay, also es ist ein bisschen schwierig, wie ihr seht, reinzukommen. Vor allem, besser gesagt, nicht reinzukommen. Eher das Problem ist es, drinnen zu bleiben. Und wenn ihr es geschafft habt, drinnen zu bleiben, dann ist es super lustig, denn ihr könnt da drin ein bisschen rumbouncen. Einfach, wenn ihr drin absteigt, habt ihr die Möglichkeit, einfach so ein bisschen Trampolin zu springen. Geht übrigens in jedem Baumstumpf hier im Redwood. Also, wenn ihr Bock habt, so ein bisschen rumzubouncen, dann stellt euch einfach in so einen Baumstumpf rein, steigt ab und ihr habt die Möglichkeit, ein bisschen easy rumzubouncen. Wir gucken mal, ob wir dabei auch jubeln können. Woo! Oh mein Gott, das ist das Mega-Bild einfach. Das wird das Thumbnail werden, safe. Ich guck mal gerade, ob ich das sogar noch ein bisschen mit einer unschärfen Tiefe reinkriege. Boah, ich find's mega. Das ist so das Bild, ey. Geil. Das wird auf jeden Fall das Thumbnail, wenn ihr euch fragt, wie das Thumbnail entstanden ist. So, perfekt. Ihr könnt dann einfach aufmounten. Und schon seid ihr wieder raus. Es gibt davon einige Baumstümpfe hier im Redwood Wald. Warum das der Fall ist, kann ich euch nicht sagen. Wurde ich gestern nur darauf aufmerksam gemacht. Ich dachte mir, oh mein Gott, das muss ich euch einfach zeigen. Und egal, welche Baumstümpfe ihr hiervon dafür nutzt, das geht also wirklich bei jedem einzelnen Baumstumpf, der genau halt so aussieht. Also die sozusagen so ein bisschen diese ausgehöhlten Baumstümpfe sind. Davon stehen, ich glaube es sind 10 oder sowas, stehen hier in der Gegend rum. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es sind definitiv einige. Und wir machen uns jetzt gleich erst nochmal an unser Redwood-Rennen, denn das gibt ja immerhin die meisten Erfahrungspunkte. Und das steht ja noch aus. Und wir möchten ja noch ein bisschen weiterkommen. Von daher, ich dachte mir auf jeden Fall, okay, ja, das ist definitiv ein bisschen lustig. Und ich denke jetzt genau hier, also hier sind überall so diese Variante, hier habt ihr eben auch nochmal eine. Ist teilweise halt ein bisschen schwierig reinzukommen, aber wenn ihr drin seid, dann ist das immer richtig easy. So, und wenn ein Hund hier gerade an mir vorbeiläuft, mache ich mal kurz das Rennen. Das regnerische Rennen. Tja, dass es hier aber auch immer regnen muss, wenn man das Rennen macht.
Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht. Hier gibt es sogar, glaube ich, auch eine Tafel für. Ich frage mich immer noch, wie man das hier gescheit schaffen soll. Ohne, dass man jetzt hier irgendwie rumbremst. Aber das ist ja doch echt ein bisschen strange platziert, finde ich. Das Hindernis. So. Ich glaube, das hier hat aber auch keine Highscore-Tafel. So, aber dann haben wir nämlich unser tägliches hier im Redwood-Wald schon durch. Dass wir ein bisschen weiterkommen vom Ruf her. Ich finde übrigens Rowans Outfit echt cool. Ich frage mich eigentlich, warum die alle so unterschiedliche Farben haben. Ist Rowan jetzt so der Über-Ranger? Ich guck mal gerade, ob wir hier reinkommen. Müssen wir überhaupt reinspringen? Ja, wir müssen reinspringen. Okay. Ich glaube, das verhält sich so ein bisschen wie der Bouncy-Baum. Ja. Das Lustige ist, wir können halt reinspringen, aber raus können wir direkt laufen. Also es hat nur eine Hitbox in eine Richtung. Der hier ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger zu treffen. Ich glaube, man muss am besten... Genau, wenn man es so macht, geht das ganz gut. So, und dann steigen wir hier mal ab. Hier können wir nicht absteigen. No! Ja, wir können hier nicht absteigen auf dem Baum. Oh nein, auf dem hier geht's nicht. Aber habe ich mich jetzt so bemüht, hier reinzukommen. Ich glaube, das verhält sich ähnlich wie so der Katapultbaum in Dundal. Dass einen einfach die Hitbox des Baums die ganze Zeit wegschubst. Ich weiß gar nicht, warum man bei dem da nicht absteigen kann. Aber auf jeden Fall ist es eine echt lustige Sache. Und ich guck mal gerade, wo noch mal ein paar andere waren. Aber ich hatte beim letzten Mal, als ich rumgeritten bin, noch ein paar mehr gesehen. Und mal gucken, ob ich hier noch mal gerade welche finde. Also es funktioniert bei so gut wie jedem von diesen Baumstümpfen. Es ist halt nur mal das Schwierige, reinzukommen. Aber ich finde auch, halt generell hier in der Gegend sieht alles sehr, sehr ähnlich aus. Deswegen ist es mal ein bisschen schwierig, genau diese Stelle zu finden. Da muss man sich die immer vorher markieren. Genau, ich glaube, hier würde das theoretisch auch gehen. Aber die Stelle, die ich euch da gezeigt habe, das ist die, wo ich meiner Meinung nach finde, dass man am besten das Ganze machen kann. Weil es halt am besten platziert ist. Also ihr kommt da einfach am besten rein. Also wenn man mal die ganzen anderen Stellen anschaut, da sind die Baumstümpfe schon sonst wie platziert. Ich glaube, da oben war auch noch mal einer. Genau, das hier ist auch noch mal einer. Nee, ist er nicht. Der genau. Also diese Grundoptik ist bei allen halt ähnlich. Aber trotzdem sind sie doch alle ein bisschen anders platziert. Wo war der jetzt noch gleich? Ihr seht es jetzt schon, ich finde meine eigene Stelle jetzt gerade schon nicht wieder, obwohl ich sie eben gerade rausgesucht hatte. Und genau, hier ist diese Stelle. Also, wenn ihr genau den Platz wissen wollt, das ist jetzt genau hier unter dem... unter dem... zweiten... Nee, das Wildwald steht da. Also genau, wir sind genau zwischen dem A und dem L. Da ist diese Stelle. Und bei der hier könnt ihr es wirklich halt perfekt nutzen. Also einfach... Oh, ja. Am besten springt ihr ein bisschen zu früh ab, damit ihr halt nicht mehr hinten rausrutscht. Das finde ich halt ist bei der Sache recht wichtig. Genau, so. Dann bremsen, also auf X hämmern. In der Luft am besten schon auf X hämmern und dann seid ihr drin. Und hier geht das halt wirklich super. Und dann könnt ihr ein bisschen bouncen. Ist das eigentlich, wenn man bounced und sich selber versteckt? Okay, dann. Am Anfang war man ja selber noch allein, ist nur das Pferd versteckt worden. Oh Mann, ich bin so ein Kleinkind, ey. Aber damit verabschiede ich mich schon
von euch für heute. Heute natürlich noch wieder jede Menge Streams für euch. Wenn ihr Bock habt, natürlich auch noch ein Video zu Equestria. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einer neuen Runde Star Stable. Bis dann. Ciao, ciao.